Der Herr sagt: Ich habe eure Hurereien, Eitelkeiten, Zügellosigkeit, Gier und Morde gesehen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 21. Mai 2008 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott, der Gott von Israel, der Gott von allen. Ich komme herunter in meiner Wut, und mein Zorn wird vor mir brennen. Ich werde mein Urteil ausführen, denn es ist hier. Es wird nicht mehr zögern, die Zeit ist gekommen. Schaut, ich werde verzehren und zerstören, niederreißen und es beenden. Wehe dir, du mächtige und verdorbene Nation, denn du stehst vereint und stolz, vereint in Sünde. Wehe dir, sagt der Herr, euer Gott. Der Herr der Heerscharen ist mein Name, der Ewige. Schau, deine Mühsal ist gekommen, du stolze und verdorbene Nation. Du bist ruiniert. Ich werde euch teilen und demütigen, sagt der Herr in seinem Zorn. Denn ich habe euch zugerufen, doch ihr habt nicht geantwortet. Ich habe zu euch gesprochen und mich früh erhoben und meine Diener, die Propheten, ausgesandt. Doch ihr dreht mir ein taubes Ohr zu. Schaut, euer Erlöser spricht laufend zu euch, doch ihr wollt nicht an ihm teilhaben. Sorgen, bittere Sorgen, viele Tränen. Ich habe überhaupt kein Vergnügen an eurer Verstümmelung, sagt der Herr. Doch ihr habt nicht geantwortet und ihr habt all diese Abscheulichkeiten auch nicht bereut. Noch habt ihr euch von ihnen weggedreht. Doch ihr rennt, ja ihr rennt Kopf voran in Richtung Zerstörung, während ihr eure Fäuste gen Himmel schüttelt. Ich selbst habe es gesehen, es ist nicht zugedeckt, noch ist es verborgen. Ein Vorführen eurer Hurereien und Eitelkeiten, eurer Gier und Zügellosigkeit und Mord, sogar bis zum Zerstören der Unschuldigen, ohne Gewissensbisse. Mann mit Mann, Frau mit Frau, bis zum Beschmutzen der Ehe, die ich in meinem eigenen Namen geheiligt hatte. Das Schänden des Fleisches, sogar diesen Tempel, den ich euch gegeben habe. Abscheulichkeit. Dies sagt der Herr, euer Schöpfer. Ja, ich, der Schöpfer aller Dinge. Das sagt der Herr, euer Gott. Du hast den Tag beschleunigt, du verdorbene und arrogante Generation. Ja, ihr habt den Tag beschleunigt. Er wird nicht mehr zögern. Das Urteil ist gekommen. Es ist hier. Mein Arm ist ausgestreckt. Ihr seid gefallen. Ruiniert, sagt der Herr. Denn ich habe euch tatsächlich zugerufen und im Gegenzug, was höre ich? Gotteslästerungen einer solchen Art, wie sie eure Vorväter niemals akzeptiert hätten. Denn ich sage euch, wenn sie in der Lage wären, es zu sehen, wenn sie gelebt hätten, wenn sie den Tag erlebt hätten, wären ihre Herzen kalt geworden und ihre Gesichter bleich und ihre Augen finster. Und doch wehrt ihr und werdet von hier nach dort geführt, als ob ihr überhaupt keinen Verstand oder Geist hättet. Deshalb sagt der Herr, ihr seid alles verfaulende Körper, und der Gestank eures Fleisches wird gegen euch zeugen, sogar für all jene, die weit weg sind, die meinen Namen für sich selbst beanspruchen und ihn dann beschmutzen. Dachtet ihr, dass es wegen euch selbst war, dass ihr gesegnet wart in diesem Land? Schaut, ich war es, ja, ich hatte dies getan.
auch entsprechend des Wunsches eurer Vorväter, die suchend kamen, um eine freie Nation zu gründen und sie auf meinem Wort und meinem Fundament zu errichten, wie es in den Schriften der Wahrheit geschrieben steht, vollkommen auf meinem Gesetz ruhend, die Grundlage, durch welche sich alle selbst steuern sollen. Doch ihr habt euch verändert und ihr habt meinen Namen entheiligt und verdorben zu eurem eigenen Ruhm. Ihr habt das genommen, was mir gehört und es als euer Eigentum bezeichnet. Söhne der Menschen, dieser Nation, die einmal eine Nation unter Gott genannt wurde. Ich kenne euch nicht. Noch sucht irgendeine dieser Kirchen, die von Menschen aufgebaut und benannt wurde, mein Gesicht. Noch leben sie meinen Wegen entsprechend. Sie geben mein Gesetz sogar komplett auf. Pfarrer und Lehrer, ihr habt nicht von mir empfangen, noch kennt ihr mich oder meinen Willen. Hört auf zu lästern und eure Herden in meinem Namen zu lehren. Ihr vermittelt Irrlehren und Lügen in eurem eigenen Namen, durch welchen ihr euch selbst eingesetzt habt. Ich habe euch nicht gesandt, noch habe ich euch ernannt. Doch da seid ihr und lehrt und predigt in meinem Namen, und ihr nehmt den Zehnten von den Menschen. Kirchen der Menschen, hört auf zu sprechen. Verschließt euren Mund, seid still vor eurem Gott und tut Buße. Gebt alles zurück, was ihr von mir gestohlen habt, und reißt diese Mauer nieder. Verkauft alles, was ihr habt, und gebt es den Armen, bevor das Unheil kommt. Das sagt der Herr, Kirchen der Menschen, ihr hättet meine Vorbilder sein sollen. Ihr hättet mein moralisches Gesetz hochhalten sollen. Ja, durch Jesus Christus, von welchem ihr sagt, dass er in euch lebt. Ich sehe ihn nicht. Deshalb sage ich, bereut, jammert und bringt viele Tränen hervor, auch für all jene Unschuldigen, die vor euren Augen getötet wurden, wozu ihr keine Stellung bezogen habt. Kirchen der Menschen, mein Gesicht ist hart gegen euch gerichtet. Euer Gestank steigt auf zum Himmel. Auch all eure Grübelei und sanften Worte sind in meine Ohren eingedrungen. Eine Verdrehung unter vielen Gesichtern. Predigt mein Wort in Wahrheit. Seid immer bereit, ein Wort zur rechten Zeit. Hört niemals auf, Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die ich euch in Christus gegeben habe. Hört auf, die Ohren all dieser Zuhörer zu kitzeln. Denn ihr seid alle wie Wahrsager geworden, schöne Reden schwingend, Schwätzer, die meine Leute in den Schlaf lullen, indem sie sagen, Friede, Friede und Sicherheit, Reichtümer werden kommen. Vertraut dem Herrn. Bin ich ein Gott, der weit weg ist, oder bin ich ein Gott nahe zur Hand? Weil ihr so gesprochen und meine Korrektur ignoriert habt und weil ihr ablehnt, meinen Worten zuzuhören und auch nicht nach echter Weisheit sucht, da ihr lieber wählt, euch auf menschliche Kraft und auf all diese verdorbenen Lehren der Menschen zu verlassen. Deshalb sagt der Herr, ja, auch ihr Kirchen der Menschen werdet fallen. Schaut, ihr seid schon gefallen. Denn nichts innerhalb eurer Nation wird meinem Urteil entkommen. Alles wird überworfen werden. Deshalb habe ich gegen euch gesprochen, ihr Menschen dieser Vereinigten Staaten, und so wird es getan werden. Denn ich, der Herr, euer Gott, habe es verkündet, und schaut, ich werde es ausführen. Weil ihr mich und mein Gesetz verlassen habt. Denn ich hatte es in eure Herzen geschrieben, doch ihr habt das Geschriebene weggekratzt, was eure Herzen gebrochen und vernarrt werden ließ, trostlos und ohne den Geist. Denn wer kommt
und gegen mein Wort oder meine Propheten spricht, wird einsam und verlassen sein. Auch von jenen, die im offenen und im stillen Steine auf sie werfen, habe ich meine Hand schon zurückgezogen. Meine Kinder, o meine Geliebten, ihr habt euch von mir abgewendet und euch selbst in die Grube geworfen, und von meiner Herrlichkeit seid ihr weit entfernt. O meine schlafenden Kinder, erwacht aus dieser Dunkelheit und öffnet eure Augen. Denn da gibt es nur einen Weg vor euch und nur ein Entkommen von all diesen Dingen, die ausgearbeitet wurden in meinem Zorn. Nur eine Schnellstraße, die es zu beschreiten gilt. Nur einen Pfad, den ihr beschreiten sollt. Und nur eine Leiter in den Himmel. Sogar von Anfang an gab es nur einen. Ein Weg, eine Wahrheit und ein Leben. Ruft seinen Namen an. Wartet nicht, denn jetzt ist jene Zeit. Heute ist der Tag der Erlösung. Ruft hinaus und kommt zurück zu mir, durch meinen Sohn, den Heiligen, der einzige Name unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst. Er heißt Jesus Christus, der Herr, Jeshua und Messias. Sein Name ist Yahushua HaMashiach, mein Sohn, an welchem ich großes Wohlgefallen habe. Der einzig Hervorgebrachte von dem Vater, die Erlösung Gottes, dessen Name eins ist mit dem Vater, Immanuel. Schaut, der Tag ist hier, ja 10 Tage voller Sorgen, ein großes Jammern und Zähneknirschen, bittere Tränen, der Tag des Herrn.